Zum Thema von heute. Ich habe mir überlegt, einmal über das Gleichnis vom Floß zu sprechen. Das ist ein kleiner Abschnitt, ein kleiner Teil aus einer längeren Lehrrede, die heißt das Schlangengleichnis und ist die M22. Das ist insoweit ein etwas besonderes Thema, weil da der Buddha nicht nur über Lehrinhalte spricht, sondern etwas sagt über die Eigenschaften des Dhamma selbst, beziehungsweise darüber, wie man mit der Lehrrede und den Lehrreden umgehen soll. Als Floß will ich euch die Lehre weisen, zum Entrinnen tauglich, nicht zum Festhalten. Das höret und achtet wohl auf meine Rede. Ja, o Herr, antworteten da jene Mönche dem Erhabenen aufmerksam. Also das ist so eine übliche Konstellation. Der Buddha belehrt seine Mönche, nennt das Thema, sagt, passt auf, und sie sagen, okay, wir passen auf, schieß los. Aber in diesem ersten Satz sind schon drei wichtige zentrale Stichworte genannt. Einmal das Floß, was als Gleichnis für die Lehre, für die rechte Anschauung steht. Dann ist vom Entrinnen gesprochen. Wörtlich heißt das zum Zwecke des Hinüberkommens, also des Überquerens, der Überfahrt. Und da wird gesagt, das ist der Zweck der Lehre. Die Lehre hat einen Zweck, nicht, ist kein Eigenzweck, sondern sie hat einen Sinn. Und es ist vom Festhalten die Rede, und da wird gesagt, das wäre eine Zweckentfremdung der Lehre. Sie dient nicht dazu, dass man sie sich irgendwie aneignet und an ihr haftet. Und wie das Gleichnis es so an sich haben, da wird weniger auf der begrifflichen Ebene erklärt, sondern mehr im Bild. Aber trotzdem ist es sinnvoll, dieses Bild zu erklären, weil es nicht unmittelbar selbsterklärend ist. Und deshalb ist das auch einer der Fälle, wo der Buddha selbst seine eigenen Gleichnisse deutlich macht. Der Erhabene sprach also, gleich wie wenn ein Mann auf der Reise an ein ungeheures Wasser käme, das diesseitige Ufer voller Gefahren und Schrecken, das jenseitige Ufer sicher, frei von Schrecken. Aber es wäre kein Schiff da zur Überfahrt, keine Brücke diesseits, um das jenseitige Ufer zu erreichen. Das erste Stichwort war, da ist ein Mann auf der Reise. Das heißt im Pali Puriso, und Puriso heißt Mann, aber auch Mensch. Also das ist nicht jetzt geschlechtsspezifisch, sondern es ist jeder gemeint, irgendjemand, der unterwegs ist. Und dieses Unterwegssein ist ja eine Beschreibung für unsere existenzielle Gegebenheit. Man ist irgendwie immer auf Wanderschaft. Man hat immer das eine oder andere Ziel vor sich, sei es ein kleines oder großes, bewegt sich darauf zu, kommt aber nie an, sondern muss immer irgendwie weitermachen. Vielleicht gibt's mal eine kurze Rast, aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Man muss sich von Station zu Station weiterhangeln. Und darin kann man unschwer die Situation des Samsaro erkennen, also der Wanderschaft im Daseinskreislauf. Der Daseinskreislauf, der kein Ende hat und immer nur abwechselnd geboren werden, altern und sterben bringt. Immer nur abwechselnd aufwärts, sondern abwärts hin und her, aber nie das Erreichen des Zieles. Aber da geschieht an einem Punkt etwas Besonderes. Dieser Wanderer erreicht nun ein ungeheures Wasser, wie es hier heißt. Vom Pali her kann man auch sagen, einen großen, kräftigen, starken Strom. Und das ist zu verstehen als eine besondere Erfahrung, die auftaucht. Also stellt euch vor, diesen
anfanglosen Samsara, das Kommen und Gehen ohne Anfang und ohne Ende. Und da taucht auf einmal ein großes Wasser auf, ein gewaltiger Strom, wie er gesagt hat. Und dieser Strom hat naturgemäß zwei Seiten. Das hiesige Ufer, wo man immer ist, man ist ja meistens am Standort, ja. Und das jenseitige Ufer. Und derjenige hat jetzt das erste Mal einen Blick auf das andere Ufer geworden. Das ist sozusagen das Neue, das im Samsara auftaucht, dass man auf einmal sieht, dass da ein anderes Ufer überhaupt existiert. Und von dem diesseitigen Ufer wird gesagt, also da, wo man sich befindet, dass es mehr als ungemütlich ist. Ja, also voller Gefahren, voller Schrecken. Sprich, das ist die Situation von Dukkha, von Leidhaftigkeit, von Unzulänglichkeit, also von einer Situation, die man eigentlich gar nicht braucht. Hintergedanke, im Kern kann man dieses nur erkennen, wenn man den Blick auf das andere Ufer schon mal gemacht hat, sonst wird man gar nicht die Eigenschaften des hiesigen Ufers erkennen. Und wenn man davon spricht, vom anderen Ufer, muss man sich klar machen, was der Buddha damit tatsächlich meint. Man könnte ja denken, naja, wir sind Menschen. Wenn wir wiedergeboren werden in einer himmlischen Welt vielleicht, haben wir das andere Ufer erreicht. Oder wenn man gar in brahmische Existenzbereiche hineinkommt, dann endlich hat man das Ufer erreicht. Oder bei den formfreien Wesen. Aber das ist nicht gemeint. Das diesseitige Ufer ist alles, was an Erlebensmöglichkeiten existiert und denkbar ist. Also die komplette Bandbreite von untermenschlichem bis übermenschlichem Dasein. Und das jenseitige Ufer, das sagt das Bild relativ eindringlich und auch leicht verständlich. Das jenseitige Ufer ist das genaue Gegenteil davon. Wir wohnen in einer unbewohnbaren Gegend und dort im Nirvana, das ist das Stichwort, das hier dazu gehört, ist all das ganz anders, also ist die wirkliche Alternative keine Gefahr, kein Schrecken, keine Unzulänglichkeit, also das, was man sich vorstellt. Und wenn man als das diesseitige Ufer alles begreift, was erlebbar ist, ist damit ja all das gemeint, was entstanden ist, was geworden ist, was zusammengesetzt ist und was bedingt ist. Und das jenseitige Ufer, das Nirvana, muss das sein, was eben nicht entstanden ist, nicht geworden ist, nicht zusammengesetzt ist und deshalb auch nicht bedingt ist. Und das ist jetzt bezogen, ich sagte das auf die gesamte Existenz, aber für uns ist wichtig, was bedeutet das für unser menschliches Dasein? Da gilt das im Grunde genau. Wir sind in einer unbewohnbaren Gegend zu Hause, haben uns da niedergelassen. Das Dumme ist nur, wir haben gar keine Ahnung, dass das so ist. Wir kennen nämlich nur das diesseitige Ufer, wissen sehr wohl, dass es da unterschiedliche Gegenden gibt. Ja, auch im diesseitigen Ufer gibt es manche Ecken, die so ganz schön sind und andere, die gemessen daran schlimm sind. Und so versuchen wir im Grunde nichts anderes, als uns am diesseitigen Ufer irgendwie häuslich zu machen, schöne Gegenden zu suchen und wo sie nicht so wirklich schön sind, sie so zu gestalten, dass sie uns irgendwie passen. Und das Dumme ist, dass wir bisher eine Alternative weder gehört noch gesehen haben. Oder sagen wir präziser, der gewöhnliche Mensch hat bisher noch nie davon gehört, dass es etwas ganz anderes gibt als Existenz, geschweige denn, dass er sich so entwickelt hat, dass er oder sie das auch schon mal realisiert hat, dass das tatsächlich so ist. Warum? Man hat noch nie einen Blick auf das andere Ufer geworfen und kommt in aller Regel auch gar nicht dazu, das zu tun. Entweder, weil man gar nicht damit rechnet, dass es jenseits des Wassers noch etwas anderes gibt.
noch, dass man in der Lage ist, darüber zu gucken, weil man mit dem Diesseitigen so beschäftigt ist, mit dem Hin- und Herrennen am diesseitigen Ufer so beschäftigt ist, ja, mit dem Bauen von Häusern, mit dem Anlegen von Gärten und Wellnesscentern am diesseitigen Ufer, so dass man gar nicht auf die Idee käme und in der Lage ist, nach drüben überhaupt zu gucken. Und dieser Blick aufs andere Ufer wird erst dann möglich unter zwei Bedingungen. Einmal, wenn es gelingt, in Kontakt mit dem Dhamma zu kommen, beziehungsweise mit dem Buddha oder jemandem, der den Dhamma sozusagen kennt und weiterträgt. Und wenn man selbst sich die Mühe macht, ja, seinen Geist auf diese Dinge zu richten, die Existenz zu untersuchen und zu gucken, was das im eigenen Leben sozusagen sich widerspiegelt, was der Buddha genannt hat. Also das sind die berühmten beiden Faktoren, die Stimme des anderen, die Belehrung eines Buddha und das eigene gründliche Nachforschen in Bezug auf die Existenz. Wenn das der Fall ist, dann wird dieser Blick aufs andere Ufer möglich. Und damit ist zugleich auch die Situation des Stromeingetretenen, des Sotapan, beschrieben. Denn der hat wenigstens einmal ja, die Augen geschärft und geguckt und festgestellt, Menschenskind, da ist doch irgendwas anderes. Aber jetzt fängt ein kleines Problem an. Es ist, wie es in unserem Text heißt, kein Schiff da und keine Brücke da. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, einfach mal so schnell darüber zu kommen. Nach dem Motto, ich würde mir wünschen jetzt, schön wär's. Also dieser Wunsch allein, ich möchte drüben sein, der genügt nicht. Und dadurch wird auch in denjenigen Menschen, die diesen Blick aufs andere Ufer geworfen haben, ein inneres Spannungsfeld aufgebaut, innere Spannungsverhältnisse. Denn man weiß auf der einen Seite, hier kann und will ich auf Dauer nicht bleiben. Es kann nicht so weitergehen wie bisher. Und auf der anderen Seite weiß man aber auch, ich bin noch nicht drin. Also wie schaffe ich es, dass ich darüber komme? Und dieses Spannungsverhältnis, das ist ganz wichtig, ist eine Situation, die auf Veränderung drängt. Denn wer den Blick aufs andere Ufer geworfen hat und die Qualitätsunterschiede festgestellt hat, der kann auf Dauer nie mehr so weitermachen wie bisher. Da muss irgendwas passieren. Aber was muss passieren? Und darauf gibt unsere Lehrrede auch Antwort. Ja. Ich frage mich gerade, also im Pali-Original, da ist ja der Puriso Adana Mago Patipano. Ja. Was heißt dieses Adana? Adana ist ein langer Weg, ja, also Wegstrecke. Es wird ja gesagt, er ist ja schon einen langen Weg gewandelt. Ja, er ist ausgestattet mit einem langen Weg, das heißt, er ist in der Situation Samsara. Ich muss wandern. Man kann es auch so verstehen, er hat einen inneren Weg beschritten, der ihn hat aufwachen lassen und gucken lassen. Gibt es eine Alternative? Ja, das wäre sozusagen die Möglichkeit eines Menschen, der mit seiner Lebenssituation nicht zufrieden ist. Und deshalb aus Vertrauen, das ist ja auch ein Aspekt, der in unserem Zusammenhang wichtig ist, aus Vertrauen nur eine Alternative sich sucht. Also es bleibt natürlich offen, aber es ist klar, dass er schon viel hinter sich hat. Ja, wenn Samsara, richtig, wenn Samsara anfanglos ist, dann hat er schon unendlich viel an Stationen hinter sich. Aber es könnte auch gemeint sein, dass er schon gewisse, soll ich sagen, philosophische Einsichten hatte, spirituelle Erfahrungen und jetzt halt an diesem Ufer steht, wo er zum ersten Mal des anderen Ufers ansichtig wird. Sicher, wenn jemand anfanglos im Samsara unterwegs ist, ja, dann war er schon unendlich oft nah am Ausgang und war unendlich schon vom Ausgang weit, weit, weit entfernt. Aber er hat noch nie den Blick aufs andere Ufer gewahrt. Also er hat alle möglichen denkbaren Erfahrungen schon gemacht. Deshalb sagte ich ja vorhin, das diesseitige Ufer ist nicht nur die menschliche Lebenssituation.
sondern auch die Untermenschliche, auch die Übermenschliche. All das, was wir im Laufe unendlich langer Daseinsaktivitäten schon an Erfahrung gemacht haben, das ist damit einbezogen. Nur bis zu dem Punkt des Stromeintritts ist dieser Blick ans andere Ufer noch nie gelungen. Entweder, weil die Belehrung von außen, das Wort des anderen, das Wort des Buddha, nicht da war, oder es war da, aber wir waren in dieser Situation, dass wir es nicht begriffen haben, haben es nicht verstanden, die Tragweite nicht erkannt, oder waren aus anderen physischen, psychischen Gründen nicht in der Lage, das einfach zu hören. Ja? Soweit? Da würde dieser Mann denken, heißt es weiter, das ist ja ein ungeheures Wasser, das diesseitige Ufer voller Gefahren und Schrecken, das jenseitige sicher frei von Schrecken. Und kein Schiff ist da zur Überfuhr, keine Brücke diesseits um jenseits hinüber zu gelangen. Wie wenn ich nun Röhricht und Stämme, Reisig und Blätter sammelte, ein Floß zusammenfügte und mittels dieses Floßes mit Händen und Füßen arbeitend heil zum jenseitigen Ufer hinübersetzte. Da ist erstmal gesagt, wie unser Geist arbeitet. Nicht? Da heißt es ja, da würde dieser Mensch denken. Und was macht der Geist? Nicht? Mensch, der Mensch ist ja ausgestattet mit dieser Funktion, mit dieser Fähigkeit. Was macht der Geist? Im Grunde macht er dreierlei. Erstens versucht er, eine Ist-Situation darzustellen. Eine Analyse, was ist denn los? Wo bin ich überhaupt? Was ist die Situation? Dann zweitens wird er gucken, gibt es eine Alternative zu dieser Situation? Nicht? Kann es anders sein? Kann das Leben irgendwie anders sein? Und drittens ist der Geist interessiert und arbeitet daran, herauszufinden, wie kann man denn die Alternative erreichen? So also die drei Grundfunktionen. Und damit sind wir an dem ungeheuren Wasser, an diesem großen reißenden Strom, der, wie gesagt, zwischen diesen beiden existenziellen Möglichkeiten liegt, der samsarischen Existenz und der Freiheit des Nirvana. Also zwischen dem gewohnten Unzulänglichen und dem Anblick des ja, Freien, des Unbedingten. Und was muss man machen, wenn man hier ist, aber rüber will? Man muss sich auf das Wasser begeben. Das heißt, man muss sich für eine vorübergehende Zeit in eine Situation begeben, die weder das eine noch das andere ist. Man muss aufgeben, das, was bisher war, so das Naive, naja, das ist mein Leben, da muss ich mich irgendwie arrangieren. Man hat aber noch nicht die Alternative, ich bin schon drüben. Spirituell bedeutet das, dass man sich in einen Wandlungsprozess begeben muss. Dieses ungeheure Wasser des Übersetzen ist Beschreibung für Transformation, für die Änderung unserer eigenen Lebenssituation bzw. von uns selbst. Es ist eine Situation, wo sich die Werte, die man hatte, einfach als nichtig erweisen, wo man, ich glaube, Nietzsche hat es gesagt, zur Umwertung aller Werte kommen muss. Also es stimmt nichts mehr, was bisher gegolten hat, es muss alles irgendwie anders sein. Und damit ist vorgegeben, dass all unsere Aktivitäten, mit denen wir uns die ganze Zeit beschäftigt haben, andere Qualität annehmen müssen. Was dieser Wanderer bisher gemacht hat, mit allem, was er gedacht hat, getan hat, gesprochen hat, war entweder positives Wirken, nicht? Helles Wirken, wie der Buddha sagt, oder negatives Wirken, dunkles Wirken, oder irgendeine Mischform davon. Und all das hat jetzt keine Gültigkeit mehr. All das zeigt sich jetzt als nutzlos, weil man mit diesen tausend verschiedenen Ansätzen alles erreicht, nur eines nicht, man kommt nicht ans andere Ufer. Und damit ist jetzt gefragt, die vierte Form von Karma, die vierte Form des Wirkens, nämlich das auflösende Wirken. Wo man sozusagen das, was das diesseitige, das hiesige Ufer bedeutete, einfach zurücklässt, beiseite lässt, zur Auflösung bringt.
Und vielleicht ein kleiner Nebengedanke noch. Wir sind ja bei der Überquerung des Wassers. Das passiert ja nicht schlagartig, sondern erst geht man dann auf der einen Seite ein bisschen ins Wasser, dann ist man kurz am Ufer, dann in der Mitte und dann auf der anderen Seite. Da kann man gut ablesen, auch die unterschiedlichen Sicherheitsgrade, von denen der Buddha an anderer Seite redet. Der Sotapan, der steht noch auf dem Ufer hier, der guckt nur rüber, aber er macht sich auf den Weg. Und die anderen, die weiteren Sicherheitsgrade, die dann ja im Laufe dieses Prozesses sich zeigen, nicht, die reflektieren, wo sich einer befindet. Nicht? Und der Heilige ist derjenige, der am anderen Ufer schon steht. Und der Nichtwiederkehrer, der setzt seinen Fuß sozusagen gerade dahin, oder der Einmalwiederkehrer ist noch ein Stück weit weg davon. Und der Mann sammelt, also der denkt jetzt erstmal nach, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn rüber? Es ist keine Brücke da, ich weiß, in welcher Situation ich bin, muss mir aber noch was einfallen lassen, wie ich da rüberkomme. Und dann schlägt der Geist Folgendes vor. Und der Mann sammelte Röhricht und Stämme, Reisig und Blätter, fügte ein Floß zusammen und setzte mittels dieses Floßes mit Händen und Füßen arbeiten, heil ans jenseitige Ufer über. Jetzt müssen wir noch mal einen kleinen Rückblick machen, was Geist tut. Ich sage, der Geist hat diese drei Funktionen. Er guckt, was ist im Moment. Er guckt, was könnte sein. Und er guckt, wie erreiche ich das, was sein könnte. Und im Idealfall erreicht er eine realistische Anschauung. Richtige Sichtweise der Welt. Buddhistisch gesprochen, die rechte Anschauung. Und das ist das, wo wir jetzt angelangt sind. Denn das Floß, das werden wir gleich näher verstehen, steht für die richtige Sichtweise der Dinge. Nur mit der richtigen Sichtweise des Lebens und der Existenz kann man Existenz meistern. Ohne klaren Blick für die Dinge ist das nicht möglich. Aber dummerweise steht die rechte Anschauung einfach gar nicht zur Verfügung. Denn wer nur am diesseitigen Ufer lebte, und sei das auch über unzählige Existenzen hinweg, kennt ja eben nur dieses Ufer, kann es vielleicht perfekt beschreiben, kennt tausend Details, aber kennt eben nur diese Einseitigkeit und kennt nicht das Entscheidende, weil das Entscheidende ja am anderen Ufer liegt. So, was macht der? Der sammelt jetzt aus dem Angebot, das vorhanden ist, sammelt er sich alles Nötige zusammen. Im Bild, er will ein Floß bauen, also was braucht er? Kräftige Stämme sozusagen für die Basis, Äste, damit das Ganze ein bisschen zusammenhält, und Blätter vielleicht, damit es ein bisschen gemütlicher ist, dass das nicht so hart ist. Und in diesem Bild steckt drin, so wie das Röhricht, so wie die Stämme da sind, also das Angebot ist da, die Möglichkeit ist da, so heißt es in Bezug auf die Lehre, ist auch da. Nur man muss sie eben einsammeln. Die Blätter und die Stämme bauen sich nicht von selbst zu einem Floß zusammen. Und die Lehre, die existent ist, sei es in Form der Lehrreden, sei es in Form der eigenen Beobachtung, sei es in Form der eigenen Denkfähigkeit, das passiert auch nicht automatisch. Man muss sozusagen diesen Prozess wollen, man muss ihn anstreben und sagen so, jetzt mache ich was aus dem Angebot. Man muss die Lehrreden anhören, das ist das Mindeste, dass man sie zur Kenntnis nimmt. Man muss drüber nachdenken, man muss in den Sinn einsteigen. Das merken wir ja oft, dass sich der Sinn nicht einfach erschließt, sondern man muss sich da hineindenken, weil diese Dinge ja oft diametral unserem bisherigen Weltbild entgegenstehen, und muss versuchen, aus dem Ganzen sowas wie ein Gesamtbild, eine strukturierte Abbildung der Realität herzustellen. Und da ist wichtig, immer dran zu denken, dass diese beiden Dinge zusammenkommen müssen. Nicht? Das Angebot, was da ist, und der Eigenanteil, der dazukommen muss, dass sich das zu einem Ganzen fügt. Klammeranmerkung, das beste Floß
ist dann zur Verfügung, wenn man schon drüben ist. Nicht? Warum? Man fängt am diesseitigen Ufer an, kratzt zusammen, was da ist. Dann macht man sich auf den Weg. Auf dem Weg fischt man da noch ein bisschen Treibholz auf und dort noch ein bisschen Treibholz und macht das Boot noch ein bisschen schöner und fahrtüchtiger und stabiler. Und wenn man dann fast drüben ist und das Boot perfekt ist, ne, dann brauchen wir es im Grunde nicht. Während jetzt, wo man es bräuchte, wo keine Brücke da ist, wo keine Schifffahrt möglich ist, da findet man halt nur die einzelnen Brocken, die Reiser und die einzelnen Stämme dazu. Aber noch was kommt dazu, diese Leere, sprich des Floß, allein genügt auch nicht. Man kann nicht sagen, so jetzt sitze ich hier, ich habe mir das Floß zusammengebaut, sprich die rechte Anschauung habe ich jetzt, ich weiß alles, kann alles, ich blicke alles. Aber das Wissen allein reicht eben nicht, um anzukommen. Das Floß fährt nicht von alleine, sondern das Floß macht sich nur dann auf, wenn man mit, hier heißt es, Händen und Füßen paddelt. Also das, was du uns vorgemacht hast auf der Herfahrt. Ja, man muss engagieren sich. Und der Hintergrund ist, dass da, wo man die rechte Anschauung hat, und die heißt ja, ich will rüber, in demselben Maße auch die Energie entsteht, die einem die Kraft gibt, dass man rüber kann. Wo der Anblick fehlt, entsteht auch Virya, die Tatkraft nicht. Wo aber dieser Anblick klar ist, dort ist es toll, hier ist es weniger toll, also muss, will ich darüber, entsteht auch die Kraft, dass man da hinkommt. Und das Ergebnis, wenn man mit Händen und Füßen arbeitet, wie unser Text sagt, heißt es, dann setzte er heil ans jenseitige Ufer über. Und das ist das Ergebnis des Transformationsprozesses. Um nichts anderes geht es ja. Es geht ja nicht um einen physischen Ortswechsel. Den haben wir oft genug hinter uns gebracht. Es geht um die Umstrukturierung, die Umbildung unserer eigenen Person. Und da ist wichtig zu wissen, dass diese rechte Anschauung, in Klammern des Flohs, eben nur den ersten und zweiten Teil des achtfachen Weges ausmacht. Sozusagen, das ist die Startbedingung und alles andere muss noch dazukommen. Aber wer diese rechte Anschauung hat, hat in gewissem Sinne die Garantie, dass er ankommen wird. Denn wer die rechte Anschauung hat, der wird die nie mehr los. Und die wird ihn sozusagen zwingen, dass er sich auf den Weg macht und irgendwann auch mal drüben ankommt. Der zweite Teil dieser Lehrrede fragt jetzt, und was ist dann danach? Nicht, dass man diese rechte Anschauung, diese geistige Orientierung, dass man die braucht, glaube ich, ist klar. Sonst kann man nicht übersetzen. Aber der Buddha begnügt sich an dieser Stelle nicht mit dieser Frage, sondern geht das bis zu Ende und sagt, was passiert denn dann? Das ist auch nicht uninteressant. Und gerettet, hinübergelangt, würde er also denken. Hochteuer ist mir wahrlich dieses Floß. Mittels dieses Floßes bin ich mit Händen und Füßen arbeitend heil ans jenseitige Ufer gelangt. Wie wenn ich nun dieses Floß auf den Kopf heben und auf die Schulter lagen würde und hinginge, wohin ich will? Was haltet ihr, Mönche, davon? Würde dieser Mann wohl durch solches Tun das Floß richtig behandeln? Gewiss nicht. Vielleicht erinnern wir uns jetzt an den ersten Satz, wo es hieß, das Floß ist zum Übersetzen geeignet oder da. Also das Floß, sprich die rechte Anschauung, dient nur zur Transformation. Also zur spirituellen Praxis, ist eigentlich nur praxisrelevant. Sie hat keinen Eigenwert. Und das ist etwas, was man sozusagen in buddhistischen Kreisen oft erlebt, dass die Lehre behandelt wird, als hätte sie einen Eigenwert.
Nicht? Als wäre das ein interessantes Wissensgebiet und es würde völlig genügen, wenn man alles weiß. Nicht alle Schulen kennt, alle Lehren kennt, alle Streitpunkte kennt, alle Einzelheiten kennt und sich damit begnügt. Dass man vielleicht dann auch noch disputieren kann, dass man Institutionen gründen kann, die das verwalten und veröffentlichen und dokumentieren, dass man auch damit glänzen kann, was man alles so weiß, was man gelernt hat und wie gut man buddhistisch drauf ist. Das ist eine Gefahr, die gerade für die Intellektuellen groß ist, weil das ein Wissensgebiet ist, das interessant ist. Es gibt kaum ein Wissensgebiet, das so als reines Wissensgebiet schon, ja, so faszinierend ist, wie die Lehren des Buddha, die ja in große, große Tiefen gehen. Und dem wird hier ein Zahn gezogen, nicht? Indem hier ganz deutlich wird, diese Lehre hat nur einen Zweck, den Zweck hinüberzukommen. Nicht das zu verwalten und festzuhalten und vielleicht sich sogar noch drüber zu streiten, wer nun die besten buddhistischen Standpunkte oder Wissensfakten hat. So, was die Frage jetzt, wie geht man um, wenn man angekommen ist? Und der Buddha fragt, was haltet ihr davon, wenn der Betreffende sich das auf den Kopf hebt oder auf die Schultern hängt und dann durch die Gegend läuft? Ja, die Mönche sind hier geeizt und sagen, nee, das hat keinen Zweck, das ist eher dumm, das wollen wir nicht. Ja, das macht keinen Zweck. Was hätte, fragt der Buddha dann zurück, was hätte denn der Mann zu tun, damit er das Floß richtig behandelt? Da würde dieser Mann gerettet hinübergelangt also erwägen, hochteuer ist mir wahrlich dieses Floß, denn mittels dieses Floßes bin ich mit Händen und Füßen arbeitend heil an das jenseitige Ufer hinübergelangt. Wie, wenn ich nun dieses Floß ans Ufer legte oder in die Flut senkte und hinginge, wohin ich will. Durch solches Tun, wahrlich, würde dieser Mann das Floß richtig behandeln. Ebenso nun auch, ihr Mönche, habe ich die Lehre als Floß dargestellt, zum Entrinnen tauglich, nicht zum Festhalten. Also ich habe da lange geknapst an dieser Stelle, weil ich denke, ob jetzt ziehen sie das irgendwo hin, da legen das ans Ufer und der andere schiebt es ins Wasser und lässt es gehen. Das habe ich irgendwie so emotional als unbefriedigend empfunden. Bis ich dahinter gekommen ist, dass das gar keine Missachtung ist. Denn das Erste, was da gesagt wird, dass der Gedanke immer da ist, das war mir wichtig, ja, das war mir sehr, sehr hilfreich. Also diese Haltung der Dankbarkeit, die soll nicht beiseite geschoben werden. Die Erinnerung, das hat mir geholfen, das hat mich gerettet im wahrsten Sinne des Wortes, diese Erinnerung bleibt. Und damit auch die Erinnerung an den Buddha, der dieses Floß ja sozusagen zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise die Teile dazu. Aber es geht noch weiter, was das Positive angeht. Kai Zumwinkel sagt, auf dem Wasser treiben lassen. Ja, warum auf dem Wasser treiben lassen? Was macht das für einen Sinn? Ja, es macht Sinn für die, die unterwegs sind, weil die dann unterwegs die Lehre noch haben und aus dieser Anschauung dann noch profitieren können. Sie können sozusagen die Anschauung, die sie bisher hatten, noch aufpeppen und noch ergänzen und einfach noch vertiefen. Und auch dieses Floß ans andere Ufer zu ziehen, es hochzuziehen, macht auch einen Sinn. Warum? Weil man vom anderen Ufer, von dem ehemaligen diesseitigen Ufer sehen kann. Guck, da sind andere hinübergelangt. Also da kann man so dann bildhaft sehen, dass dieses Floß nicht nur ein Instrument ist, mit dem man sich hobbymäßig beschäftigen kann, sondern dass dieses Instrument wirklich tragfähig war, um Menschen, um Wesen an das jenseitige Ufer in die Freiheit zu tragen. Und diese Interpretation scheint mir auch deshalb stimmig zu sein,
weil man in den Lehrreden immer wieder mal liest, dass sich auch Geheilte, dass sich auch Heilige noch über Lehrthemen unterhalten haben. Da kann man sich fragen, warum? Warum machen die das? Wenn der Buddha sagt, lasst es los, warum reden die dann noch über Dharma-Themen? Und diese beiden Gleichnisse machen deutlich, warum. Damit diese Lehre, diese Anschauung für andere sichtbar bleibt. Nicht, wenn jeder sich sofort dann zurückzieht und sein Wissen sozusagen mit ins Grab nimmt, dann ist die Chance, dass sich das vermehrt, dass andere davon profitieren, die ist dann auf einmal weg. Also die Gespräche haben dann in erster Linie einen hohen pädagogischen Wert, dass die Dinge, die die miteinander bereden, die sie eigentlich wissen, wiederholen, um anderen die Möglichkeit auch zu geben, da ein bisschen weiterzukommen und das tiefer zu verstehen. Und wenn ich eine Gesamtbilanz und einen Kurzüberblick über diese Lehrrede bzw. dieses Gleichnis geben sollte, würde ich sagen, der Umgang mit dem Floß ist charakteristisch für das Gesamtcharakteristikum der Lehre, dass man eher loslässt als festhält. Dass man zunächst sicher das Schlechte loslässt und sich von ihm befreit, dass man am Ende aber auch sich von dem Guten und von dem Besten befreit. Ja? Und dass im Unbedingten, das ist das jenseitige Ufer, das Unbedingte, dass da Bedingtes keinen Platz mehr hat und keine Rolle mehr spielt. Denn auch die Lehre ist ein bedingtes Phänomen. Und sie hat im Unbedingten keine Rolle mehr. So ein kurzes Nachklappen, weil in der buddhistischen Tradition ja sehr viel von den Fahrzeugen die Rede ist. Es gibt ja bekanntlicherweise die großen, kleinen und sonstigen Fahrzeuge. Wobei Jana immer nur, das für die Pali-Spezialisten, Jana, Mahayana, Hinayana, dieses Wort Jana immer nur für Landfahrzeuge gebraucht wird, also nie für Wasserfahrzeuge. Hier geht's hier mal los, ja. Und da wird deutlich, dass es nicht auf die Größe des Floßes ankommt, ob es klein ist oder groß, sondern ob es einen hinüberbringt. Ja, das soll sozusagen der Punkt sein, den man behält. Und dass zu dem Floß auch gehört, dass man sich zusammenpackt, dass keiner kommt und sagt, hier, ich habe Flöße zu verkaufen, willst du eins? Und dass man auch selbst paddeln muss, dass man rudern muss, um hinüberzukommen. Also wenn man irgendwann wieder zu dieser Fragestellung kommt, wo auch immer, welchem Fahrzeug schließe ich mich denn an oder welches Fahrzeug, welchen Fahrzeugtyp, ja, welcher passt denn? Dann ist die Frage auch mit dieser Lehrrede beantwortet, mit dem Fahrzeug, das mich rüberbringt. Wie das aussieht, das ist mir dann letztendlich egal. Ich muss drüben ankommen und heil am anderen Ufer sein.